Ja, schönen Ostersonntagnachmittag. Herzlich willkommen in der Untersberg Arena. Der vierte Grödig trifft auf den zweiten Rapid. 6 Punkte beträgt der Rückstand der Grödiger auf die beiden Wiener Clubs und damit auf die Europacup-Plätze. Und deswegen steht der Aufsteiger heute gegen Rapid unter Zugzwang. Muss punkten, am besten dreifach, um die Chance zu wahren, erstmals in der Clubgeschichte auf internationaler Fußballbühne zu kicken. Und das wäre natürlich eine große Sensation. Jan Novota, zuletzt immer wieder im Blickpunkt, seit 612 Minuten in der Bundesliga ohne Gegentor. Und sollte er heute ohne Gegentor bleiben, dann holt Rapid hier mindestens ein Unentschieden und das wäre wohl schon die halbe Miete, um den Europacup-Platz abzusichern. Die Grödiger, die haben die Negativserie von 3 Niederlagen am Stück in der Vorwoche beendet mit dem 2:1 Auswärtssieg in Wolfsberg. Im Vergleich zu diesem Spiel in Kärnten gibt es beim SV Grödig 2 Umstellungen. Stefan Nutz fällt aus, Torschütze zum 1:0 in Wolfsberg, weil er nach einem Kahnbeinbruch operiert werden musste. Seine Position im zentralen Mittelfeld nimmt Peter Czernek ein, der nach seiner Sperre zurückkommt. Die zweite Veränderung erfolgt freiwillig. Die Solospitze heißt heute Tadej Tridina. Der Isländer Hannes Sigurdsson muss heute auf die Bank. Adi Hütter bleibt beim 4-2-3-1-System. Und Jonny Cabrera, der Kapitän der Grödig, ein enorm wichtiger Spieler im Konzept von Adi Hütter. Seit ein paar Wochen ist er wieder fit, seit ein paar Wochen wieder dabei und schön langsam, aber sicher wird er auch der Alte. So, jetzt ist es endlich soweit. Manuel Schüttengruber, der Schiedsrichter aus Oberösterreich, führt die beiden Teams raus auf den Rasen in der Untersberg Arena. Und Roger Schmidt, der Salzburg-Trainer, hat ja das Spielfeld hier als Rübenacker bezeichnet. Also erstens heißt das in Österreich immer noch Krautacker. Und zweitens ist der Platz im Moment hier gar nicht so schlecht beisammen. Knapp 3000 Zuschauer heute an diesem Ostersonntagnachmittag in der Untersberg Arena. Und Rapid möchte endlich gegen den Aufsteiger gewinnen. Das ist ja bisher noch nicht passiert in dieser ersten Bundesliga-Saison des SV Grödig. In den bisherigen 3 Spielen gab es 2 Unentschieden und eine Niederlage für die Grün-Weißen, damals im ersten Saisonduell. Das gewannen die Grödiger durch ein Tor von Max Kahner im Hanapi-Stadion mit 1:0. Manuel Schüttengruber, der 30-Jährige, hat übrigens auch damals im Hanapi-Stadion am 25. August gepfiffen. Jawohl. Zum Wohl, alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Ja, alles Gute und frohe Ostern. Bei Rapid wird also wieder kräftig rotiert. Herbert Weber gefällt das irgendwie ganz und gar nicht, habe ich den Eindruck. 4 Umstellungen gegenüber dem 0:0 in der Vorwoche gegen Admira Wacker. Neu im Team Christopher Trimmel statt Michael Schimpelsberger. Rechts in der Viererkette Dominik Widra statt Branko Boskovic im zentralen Mittelfeld. Guido Burgstaller statt Luis Schaub rechts offensiv und Terence Boyd statt Deni Alla als zentrale Sturmspitze. Rapid hat Anstoß in Hälfte 1. Rapid in Grün-Weiß von rechts nach links. Ganz Wien hat einst Falco gesungen. Ganz Wien drückt heute irgendwie Rapid die Daumen, wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt. Ja, Rapid peilt also den 3. Auswärtssieg in Folge an. Das ist zuletzt im November 2012 passiert. Schiedsrichter Schüttengruber nimmt es ganz genau, der Anstoß muss noch einmal ausgeführt werden.
So, aber jetzt Abschluss der 33. Runde. Grödig gegen Rapid. Und gleich die erste Standardsituation im Spiel für die Gäste aus Wien-Hütteldorf. Freistoß durch den Kapitän, durch Steffen Hofmann. Der ältesten Tochter gefällt der Bart übrigens mittlerweile hervorragend. So, schnelles Umschalten von Defensive auf Offensive. Das typische Grödiger Spiel, das muss heute funktionieren. Marcel Sabitzer hat Probleme, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Der hat sich da aber auch etwas versprungen. Schrammel. Erstmals Platz für Widerer. Jetzt kann er schießen, jetzt muss er schießen. Das macht er auch gut. Kevin Fendt, der Goalie des SV Grödig, muss da auf Nummer sicher gehen. Erste gefährliche Aktion nach einer Minute. Dominik Widerer, der hat einen guten Schuss und das hat er hier erstmals unter Beweis gestellt und gleich die nächste Möglichkeit für Rapid. Guter Burgstaller. Ausgangspunkt der Einwurf von Sabitzer und dann die gute Aktion von Guido Burgstaller. Bis auf den Abschluss hat hier wirklich alles funktioniert. Die Grödiger müssen dann natürlich auch wegbleiben, die Abwehrspieler, um nicht einen Elfmeter zu verursachen. Rapid also sehr druckvoll in der absoluten Anfangsphase dieses Spiels. Nächstes Foul wieder an Burgstaller. Den möglichen Vorteil hat es da nicht gegeben. Das Foul war wieder von Christoph Marcinko. Ähnliche Situation wie vorhin, wieder Freistoß Rapid, wieder Steffen Hofmann. Kommt etwas zu hoch und deshalb hat Kevin Fendt keine Probleme. Apropos Kevin Fendt, der ist ja erst nach der schweren Verletzung von Zizan Stankovic wieder ins Grödiger Tor gekommen. Und Zizan Stankovic, der ist heute erstmals wieder im Kader, hat sich nach der Operation seiner Hand schneller erholt als erwartet. Attackiert von Elsneck. Czernek und jetzt erstmals vielleicht die Kontergelegenheit für die Grödiger unterbunden von Brian Behrendt. So, Grödig erstmals nach fast 3,5 Minuten in der gegnerischen Hälfte. Einwurf Marcinko. Das Foul wieder hat Behrendt attackiert, diesmal mit unlauteren Mitteln. Foulspiel an Mario Leitgeb. Rapid hat mittlerweile 7 Bundesligaspielen umgeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am 2. März, auch hier in Salzburg. Beim Meister bei den Roten Bullen gab es ein 3:6. Personalsorgen von Adi Hütter, die sind deutlich kleiner geworden im Laufe dieser Frühjahrssaison. Aber immer noch fehlen wichtige Spieler. Aber Sascha Boller ist nach überstandenem Seitenbandriss im Knie wieder fit geworden. Und diesen Seitenbandriss hatte er sich ja im Hanapi-Stadion gegen Rapid zugezogen. Immer wieder Rapid in der Anfangsphase über rechts, über Guido Burgstaller, der auffälligste bisher. Beuth nicht im Abseits. Ah, da hat er etwas zu lange gewartet, möglicherweise mit dem Pass nach innen. Da hätte sich auch Sabitzer im Rückraum angeboten. 5 Minuten vorbei, erster Eckball
für Rapid. Hier die Bestätigung, Beuth beim Pass von Burgstaller, nicht im Abseits. Und dann achten Sie hier auf Sabitz am rechten Bildrand, aber der Passweg war da auch zu für Terence Beuth. Wieder Steffen Hofmann. Sonnleitner mit vorne, genauso wie Dibon. Der kommt allerdings nicht richtig zum Ball. Trödiner verliert das Kopfballduell gegen Behrendt. Kein Foul an Trödiner. Potzmann auf Tome und der lässt weiterlaufen für Husbeck. Schrammel kommt nicht mehr rein in den Zweikampf. Und das war die erste halbwegs gefährliche Offensivaktion der Grödiger aus dem Spiel heraus. Aber die Anfangsphase hier in der Untersberg Arena, die gehört eindeutig dem SK Rapid. Die Mannschaft von Zoran Barisic bisher viel initiativer als die Heimmannschaft. Cinco gegen Burgstaller. Er gibt wieder den Freistoß für die Grödiger. Wieder war es ein Foul von Brian Behrendt. Botsmann gegen Sabitzer. Leitgeb. Die Schaltzentrale im Spiel des SV Grödig. Zu steil der Ball für Trödiner. Rapid heute im Gegensatz zum Spiel vor einer Woche, also auch Thanos Petzos, nur auf der Bank. Das war nicht wirklich so zu erwarten. Schaub und Aller, also gute Alternativen für die Offensive. Draußen Branko Boskovic auch nur auf der Bank und auch Michael Schimpelsberger, dessen Vertrag ja bis zum Jahr 2016 verlängert wurde. So, diesmal war es ein Foul von Trödiner an Behrendt. Diese beiden sehr oft in Kopfballduelle verwickelt in den Anfangsminuten. Da denke ich, hätte sich Tadej Trödiner noch die gelbe Karte verdient. Hoher Ball nach vorne, meistens von Fendt, vom Goli gespielt. Trödiner lässt sich fallen, will mit dem Kopf verlängern und Behrendt ist eben der, der genau darauf aufpassen muss. Wieder Trödiner gegen Behrendt. Husbeck rechts, Elsneck links und Tommy versuchen dann diese Bälle zu verwerten, aber das gelingt bisher noch überhaupt nicht. Nicht einfach für die Defensivspieler des SV Grödig, hier den Spielaufbau halbwegs gelassen und geordnet zu bestreiten, weil Rapid sehr früh attackiert, sehr aggressiv anläuft. Wieder die schnelle Balleroberung, Hofmann auf Burgstaller, Fendt kommt raus, kommt gerade rechtzeitig raus und Hofmann und Beuth können dann nicht mehr eingreifen. Sehr stark das Zuspiel von Steffen Hofmann hier auf Gude Burgstaller. Der Ball bleibt da fast stehen,
und dann das Foulspiel von Terence Boyd. Aber wieder eine kritische Situation für den Grödiger Goalie, für Kevin Fett. Rapid wirkt irgendwie wacher, wirkt agiler. Also den Finalcharakter dieser Partie, wie es Soran Barisic vorhin angesprochen hat, nimmt seine Mannschaft eher mehr wahr. Jetzt allerdings Husbeck rein in den Strafraum und es gibt jetzt auch den ersten Eckball für den SV Grödig. Marcel Sabitzer musste da hinten mit aushelfen. Ball durch Tomi. Elsnick verlängert und dann kommt Leitgeb nicht mehr richtig hinter den Ball. Jetzt aber Trödiner mit der großen Möglichkeit und da ist das Tor und es zählt. 12. Minute 1:0 für den SV Grödig und damit ist der bisherige Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Nach 623 Minuten ist Jan Novota geschlagen. Hier scheint die Situation schon vorbei zu sein. Dann allerdings setzen die Grödiger hier nach. Tadej Trödiner nicht im Abseits, reagiert am schnellsten und bringt den Aufsteiger in Führung. Marvin Potzmanns Vorlage. Hier ist er eher am Ball als Marcel Sabitzer. Auch entscheidend für diesen Treffer. Saisontreffer Nummer 7 für Tadej Trödiner in seinem 20. Bundesligaspiel. Also der erste Torschuss der Grödiger gleich drin. Hofmann bekommt den Freistoß nicht. Trödiner, Leitgeb, Tomi, gut gespielt, Husbeck kommt auch mit. Also nach ein paar Minuten haben sich die Grödiger jetzt darauf eingestellt, dass sie doch nicht immer mit langen Bällen operieren sollten. Jetzt versuchen sie über die Seiten zu kommen. Und so ist ja auch der Eckball entstanden, der dann letztlich zum Tor geführt hat. Ist das Rennen um die Europacup-Plätze also wieder enorm spannend. Grödig nur mehr 3 Punkte hinter den beiden Wiener Clubs, Rapid und Austria. Ja, da schaut Marcel Sabitzer schlecht aus, ist mit Sicherheit auch ein Konzentrationsfehler des Rapid-Offensivspielers, aber gerade auf dieser Seite hier hat der Platz dann doch das eine oder andere Loch. Gegen Beut. Wieder Foul, diesmal von Schrammel an Husberg. Auf Elsnick, das war keine gute Idee, zum Glück für die Grödiger bekommen hier
Peter Elsnig und Kollegen diesen Freistoß, denn ansonsten hätte Rapid hier eine sehr gute Kontermöglichkeit gehabt. Viertelstunde vorbei, Grödig führt also seit der 12. Minute durch den Treffer von Tadi Trüdiner mit 1:0. Rapid eigentlich, zumindest bis zu diesem Tor, ganz klar das bessere Team hier im Salzburger Land. Schimmer für die Rapid-Fans mit Sicherheit, dass Rapid nach einem 0:1 Rückstand in dieser Saison noch 16 Punkte geholt hat. Also entschieden ist hier in der Untersberg Arena noch lange nichts. Voran Dominik Widra, nächster Freistoß für Rapid. Hier steigt Leitgeb Widra auf den Fuß. Anders als vorhin von der rechten Seite hofft man jetzt mit der Möglichkeit, mit dem Schnitt zum Tor hin zu agieren. Der Ball kommt auch gefährlich für Kevin Fendt, aber der Goalie, der Grödiger, macht das hier sehr stark, kommt mit sehr viel Enthusiasmus und Mut raus. Grödig. Gut attackiert in diesem Fall auch von Christoph Marcinko. Hier nicht einfach, immer wieder solche Situationen für die Torhüter. Und hier wird Kevin Fendt auch sehr hart attackiert von Terence Boyd. Vitra lässt sich da für meinen Geschmack zu lange Zeit und dann geht er in dieses riskante Dribbling. Da hatte der 3-4 Grödiger Gegenspieler vor ihm, da hat er sehr viel Glück gehabt, der Schiedsrichter Schüttengruber ihm den Gefallen getan hat, dieses Foul zu pfeifen. Noch einmal der bisher einzige Treffer. Bei dieser Situation schien alles bereits bereinigt zu sein für Rapid, aber dann hat Botsmann nachgesetzt und Trüdiner verwertet per Kopf. Christian Haas, der Manager, freut sich. Es ist ja sein großer Traum, mit dem SV Grödig in den Europacup zu kommen. Tommy, Nowota mit dem Fehler und Tommy lässt diese Möglichkeit aus. Missverständnis hier zwischen Jan Nowota und Christopher Dieborn. Auch diese Situation schien schon bereinigt zu sein. Hoch und weit nach vorne, Nowota kommt raus, geht hier nicht energisch genug zum Ball.
muss Tommy diesen Ball einfach im Tor unterbringen. Top-Chance für die Grediger auf das 2:0. Zu energisch wieder mit dieser Attacke, auch wenn da der Ball dabei war. Das war natürlich ein Fallspiel. Hier. Tommy auf Elsneck. Abseitsstellung und deshalb die Spielunterbrechung. Die Rapid-Fans veranstalten da ein kleines Osterfeuer. Ja, Novotel wird sehr erfreut sein darüber. Sonnleitner mit gutem Stellungsspiel hat er den Ball auch sehr geschickt abgedeckt. Jetzt in den vergangenen Minuten versuchen es die Grödiger immer wieder mit hohen, weiten Bällen nach vorne. Und die Rapid-Hintermannschaft hat damit im Großen und Ganzen doch einige Probleme, wie die Situation vorhin bei der großen Chance von Tommy unter Beweis gestellt hat. Mit keinem optimalen Tackling, Dieter Elsneck. Und da musste wieder Jan Novota eingreifen. Diesmal hat er das auch ganz gut gemacht. Entscheidet dann Elsneck den Zweikampf mit Trimmel gewinnt. Und die Schussbahn war dann auch offen. Zweiter Eckball Grödig. Cinco. Diese kurz gespielte Variante nicht unbedingt erfolgsversprechend. 4 Torschüsse haben die Grödiger bisher abgegeben. Es gab ein Tor durch Trödiner und 2 sehr gute Chancen. Eine Top-Chance durch Tommy und eben diesen Schuss von Elsneck. Sehr stark. Und da ist der Ausgleich. Terence Boyd. 24 Minuten vorbei. 1:1. Etwas unorthodox diese Situation. Und Kevin Fendt hat da auch nicht wirklich gut ausgesehen. Der Angriff über die linke Seite. Die Flanke von Schrammel. Und dann nimmt sich Boyd zunächst den Ball mit der Brust mit. Und dann schließt er selbst per Kopf an. Also wenn er das genauso wollte, war es richtig stark gemacht. Kana kommt nicht mehr ins Kopfballduell und Fendt nicht mit dem letzten Nachdruck in dieser Situation. Er schien auch etwas überrascht zu sein, der Torhüter des SV Grödig. So geht's, Tommy mit der Top-Chance auf das 2:0. Und dann die Rapidler in den vergangenen Minuten kaum in der Offensive gefährlich gewesen mit dem Ausgleich. Und wie so oft in dieser Saison hat Rapid einen 0:1 Rückstand egalisiert. Hey!
Wieder Beuth gegen Kana. Ball war draußen, gibt Abstoß. Terence Beuth mit seinem 10. Treffer in dieser Saison, mit seinem 23. Bundesliga-Tor insgesamt in Österreich, in seinem heutigen 56. Spiel. Er ist möglicherweise hier, um sich seine künftige Mannschaft anzusehen. Gerald Baumgartner, Trainer des SK in St. Pölten. Mittlerweile hat es auch eine offizielle Anfrage der Grödiger an die St. Pöltener gegeben. Baumgartner hat ja in St. Pölten einen Vertrag bis 2015 ohne Ausstiegsklausel. Und so wie es aussieht, hat sich Christian Haas für ihn einmal entschieden als möglichen Nachfolger von Adi Hütter. Mehr dazu dann in der Pause bei uns. Richtige Entscheidung. Das war eine Abseitsposition. Sehr hart ist er da in dieses Kopfballduell mit Behrendt gegangen. Missverständnis zwischen Behrendt und Beuth und deshalb Grödig jetzt im Ballbesitz. Husbeck. Aber der läuft da mit Tome zusammen. Von Burgstaller Marcinko. Immer wieder gibt es dieses Duell der beiden Ex-Wiener Neustädter. Freistoß durch Tomi. Oh, Dr. Faust fasst diesmal mit beiden Händen zu. Jan Novota. Völlig zu Recht hat er sich spätestens in dieser Saison zur absoluten Nummer 1 bei Rapid gemacht. Links bietet sich Marcinko an. Elsneck. Und Leitgeb. Tomi springt da der Ball weg, wieder. Und dann das Foul von Tomi. Gleich vorbei. 1:1 zwischen Grödig und Rapid durch die Tore von Tredina in der 12. und Beuth in der 24. Minute. Zu Beginn Rapid, das bessere Team. Und auch jetzt die Chance für Marcel Sabitzer auf den Führungstreffer. Sehr starker Ball war das von Christopher Thibon. Kein Abseits von Sabitzer, der startet gut. Scheitert dann allerdings an Kevin Fendt.
der im Grunde genommen hier möglicherweise auch etwas zu spät aus seinem Tor herausgekommen ist. Aber Ende gut, alles gut in diesem Fall für den Grödiger Tormann. Ganz interessant. Rapid mit der starken Phase vor dem Grödiger Führungstreffer. Grödig dann mit der starken Phase mit dieser tollen Chance für Tomi auf das 2:0 vor dem Treffer der Rapidler. Jetzt seit dem Ausgleich durch Terence Boyd Rapid eigentlich wieder das Team, das hier mehr Spielfreude an den Tag legt. Badehütter scheint nicht ganz zufrieden zu sein mit der einen oder anderen Aktion seiner Defensivspieler. Husbeck vorbei an Hofmann. Und der Ball auf Tomi wäre da die einfachere Variante gewesen, der wäre mitgelaufen. Einwurf Grödig, Bootsmann, Tomi. Mit Platz und mit dem tollen Pass auf Tadej Trdina. In die Schnittstelle gespielt, in die Tiefe gespielt. Dibon sehr aufmerksam, Husbeck setzt nach. Und jetzt der Ball bei Jan Novota. War gutes Kombinationsspiel der Grödiger. Jetzt nach einiger Zeit wieder einmal. Ich denke, im Grunde genommen ist das ein sehr interessantes, ein gutes Spiel. Burgstaller rein in den Strafraum. Und Tomi kommt da Fendt zu Hilfe. Nach wie vor viele gute Offensivaktionen auf beiden Seiten. Der Ball von Sabitzer, stark gespielt. Beuth geht nicht zum Ball, wäre im Abseits gewesen. Dann legt sich hier Guido Burgstaller den Ball vielleicht um die Spur zu weit vor. Zweiter Eckball Rapid. Steffen Hofmann. Dibon kommt nicht dran. Und jetzt die Kontermöglichkeit für Grödig. Über Marvin Potzmann. Der kann da 40, 50, 60 Meter mit dem Ball laufen, aber dieser Ball auf Dieter Elsneck war einfach schlecht gespielt. Hat Potzmann dann irgendwie die Geduld verloren, hätte den Ball auch später spielen können. Und jetzt gibt es die erste gelbe Karte in diesem Spiel für den Abwehrchef der Grödiger, für Jone Cabrera. Seine 8. gelbe Karte in dieser Saison. Und er ist ganz und gar nicht einverstanden mit dieser Entscheidung von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber. Aber hier hält er Sabitzer am Trikot. Und das ist dem Regelwerk entsprechend natürlich eine gelbe Karte. Noch bleibt diese gelbe Karte für den Spanier ohne Folgen. Freistoß durch Dominik Widra. Ja, zu hoch und deshalb auch zu ungefährlich. Stark wieder rein in den Strafraum, auf Sabitzer gespielt. Und dann das Foul von Behrendt und Tomi.
Cinco mit der Balleroberung gegen Burgstaller, Tomi. Und dann wird da Marcinko von Trimmel zurückgehalten und der muss jetzt auch gelb sehen. Auch für den Rapidler die 8. gelbe Karte in dieser Saison. Wieder Doppelpass Marcinko Tomi und dann das Foul von Trimmel am aufrückenden linken Verteidiger. Peter Czernek wird den Freistoß ausführen. Wieder ganz sicher Jan Novotný. Lorenz Beutz. Energisch setzt er sich dann doch noch durch. Hofmann. Steffen Hofmann war sehr auffällig in der Anfangsphase. Jetzt ist vom Rapid-Kapitän nicht mehr allzu viel zu sehen. Tomi mit Platz. Aber nicht lange. Beide Mannschaften versuchen schnell, schnörkellos in die Spitze zu spielen. Hofmann. Rapid-Kapitän gefault von Mario Leitke. Das sind solche Situationen, die Steffen Hofmann auch immer wieder sehr geschickt dazu nützt, um zu Boden zu gehen. Hofmann auf Dieber. Interessante Variante. Christopher Dieber trifft aber den Ball nicht richtig. Alle rechnen hier mit dem hohen Ball von Hofmann, aber der spielt den Ball flach rein in den Strafraum. Dibon ist da sehr frei. Hofmann diesmal. Gibt es keine Diskussion, klares Fall. Zabitzer gegen Potsdam. War ein Fallspiel von Burgstaller an Czernek, deshalb der Freistoß für die Grödiger aus dem eigenen Strafraum heraus. Czernek auf Tomi. Er deckt den Ball gut an. Er ist nicht.
Schrammel auf Beuth, wie beim Tor. Das 1:1 durch Terence Beuth hat hier Schrammel mit einer Flanke vorbereitet. Das war der zweite Assist von Thomas Schrammel in dieser Saison auch. Seine erste Torvorbereitung war für Terence Beuth, der hier im Duell mit Marvin Potzmann einen Freistoß für Rapid rausholt. Hofmann auf Beuth, Fendt kommt raus und es gibt keinen Elfmeter. Oder doch den Elfmeter. Und da habe ich schon geglaubt. Der Schiedsrichter hat eine Schwalbe gesehen von Terence Beuth. Jedenfalls einmal kein Abseits nach dem Pass von Hofmann. Beuth läuft durch. Fendt kommt raus. Gab es da überhaupt eine Berührung? Trifft ihn ganz leicht. Beuth dreht aber schon ab. Also für mich ist das kein Elfmeter. Im ersten Moment habe ich auch geglaubt, Schiedsrichter Schüttengruber zeigt Beuth wegen einer Schwalbe gelb. Das war es mit Sicherheit allerdings auch nicht. Beuth gegen Fendt. Das Duell vor ein paar Sekunden, jetzt auch das Duell vom Elfmeterpunkt. Terence Beuth ganz sicher. Rapid führt. Und hat in Minute 43 diese Partie gedreht. Das 7. Elfmeter-Tor für Rapid in dieser Saison. Weil Terence Beuth ganz sicher verwandelt. Der US-Amerikaner damit zweifacher Torschütze heute, zumindest zweifacher Torschütze am heutigen Ostersonntag. Aber für mich war das kein Foul von Fendt an Beuth. Schauen wir noch einmal drauf. Hier Beuth spielt den Ball, Fendt trifft ihn ein wenig möglicherweise. Der Ball war jedenfalls aus dem Gefahrenbereich. Was natürlich auch kein Kriterium für eine Foulentscheidung sein kann. Oh, eine Zeitlupe haben wir noch. Beuth eher am Ball, keine Diskussion. Und dann trifft den Fendt ganz leicht. Aber Beuth fällt da schon vorhin. Jedenfalls eine Situation, die sehr unglücklich ist für die Grödiger. Gegen Sonnleitner. Es gibt Einwurf für Rapid. Noch einmal die Grödiger, Vorteil abgepfiffen, aber es gibt die nächste gelbe Karte. Und zwar für Dominik Widra. Ganz klares Foul an Christoph Marcinko. Allerdings hatte Tomi dann den Ball und möglicherweise hat Schiedsrichter Schüttengruber da den Grödiger noch den Vorteil genommen. Vielleicht die letzte Aktion jetzt vor der Pause, denn es ist keine Nachspielzeit angezeigt worden. Dieser Freistoß für den SV Grödig. Und das war sie tatsächlich, die letzte Aktion vor der Pause. Rapid führt in Grödig mit 2:1. Zweifacher Torschütze
Terence Boyd, der hat die Grödiger Führung durch Tadej Predina in Minute 12, dann Minute 24 ausgeglichen und in Minute 43 hat er den Elfmeter gegen Kevin Fendt rausgeholt und ihn dann auch sehr sicher verwandelt. Das war dann 9. Elfmeter, den Rapid zugesprochen bekam in dieser Saison. Das sind die meisten Elfmeter. Das ist sozusagen Ligaspitze. Terence Boyd trat zum dritten Mal in dieser Saison zum Elfmeter an. Zum zweiten Mal war er erfolgreich. Und deshalb führt Rapid hier in der Untersberg Arena nach 45 Minuten mit 2:1. Einiges los am Ostersonntag in der Untersberg Arena. Pausenstand. Grödig 1, Rapid 2. Wir wollen all das, was wir gesehen haben, hier jetzt analysieren, gemeinsam mit unserem Sky-Experten, mit Heribert Weber und mit dem Manager des SV Grödig, Christian Haas. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Wie wirkt das auf Sie, was Sie bis jetzt gesehen haben? War kalt, warm? Oder umgekehrt, müsste man sagen, warm, kalt? Ja, man muss sagen, ich glaube, wir verkaufen uns nicht schlecht, muss man sagen. Wir sind 1-0 in Führung gegangen, war meiner Meinung nach Rapid besser, wie wir das 1-0 gemacht haben. Dann hätten wir das 2-0 machen können. Der Elfmeter war von mir aus, wie ich es gesehen habe, kein Elfmeter. Im Fernsehen schaut es vielleicht anders aus, aber von der Tribüne aus war es so, kein Elfmeter. Rapid ist vor dem Tor, muss man sagen, viel cleverer, wie wir sind. Kommt auch mehr zu Torschancen, wie wir kommen. Sie stehen oft alleine vor dem Tor. Ja, und muss man sagen, ja, nicht unverdient, das 2-1 für Rapid. Ja, wir wollen die Szenen dann noch analysieren. Heribert, Ihr Eindruck von dem? Es waren ja insgesamt äußerst viele gefährliche Torszenen. Ja, wir haben genau dieses abwechslungsreiche Spiel gesehen, das wir uns alle gewünscht haben. Unglaublich attraktiv, viele Torszenen. Rapid mit dem gepflegteren Spielstil, mit mehr Torchancen. Meiner Meinung nach führen sie auch verdient, aber natürlich war der Elfmeter sehr glücklich. Ja, wollen wir vielleicht gleich hineingehen, denn es gab ja gleich nach wenigen Sekunden die ersten guten Offensivmöglichkeiten für den Club aus Wien, für Rapid. Das war Dominik Widra und der testet da Kevin Fendt, Heribert Weber. Der wirkt da etwas überrascht. Ja, wir haben am Anfang schon gesehen, was überhaupt nicht richtig gepasst hat bei den Grödingern. Hier sieht man es auch schon bei der Chance von Burgstaller, dass sie zu wenig in die Zweikämpfe kommen, dass die Aggressivität fehlt, dass gerade die Qualität, die die Grödiger im Herbst so ausgezeichnet hat, die passt heute nicht. Es gibt immer wieder Räume in der Defensive, es gibt immer wieder diese schlechten Zweikämpfe, die sie führen und so kann man natürlich gegen Rapid auch sehr schlecht ausschauen in der Defensive. Ja, wir haben nicht nur den Schuss von Widra gesehen, sondern eben auch gleich Guido Burgstallers ersten gefährlichen Alleingang. Und in der 10. Minute gab es dann einen weiteren von Burgstaller. Fehler von Leitgeb und dann spielt das da hier Rapid sehr schön über 2-3 Stationen. Zusammenspiel Burgstaller dann mit Hofmann und da war aber Fendt gerade noch vor Burgstaller. Ja, für mich war Burgstaller in dieser ersten Hälfte die überragende Erscheinung auf dem Spielfeld. Er kam zu vielen Torchancen. Würden ihm die Torabschlüsse ähnlich gut gelingen wie die Dribblings, dann wäre er in der Torjägerliste ganz weit vorne. Ja, das ist eben. Guido Burgstaller, so wie man ihn kennt, oft Genie, dann auch weniger. War da Ihre Mannschaft zu nervös in den ersten 10 Minuten? Man hat irgendwie den Eindruck gehabt, etwas ängstlich. Nervös glaube ich nicht, dass die Mannschaft ist, aber Rapid Wien ist auch nicht irgendeine Mannschaft. Und wenn man sich unsere Mannschaft gegen Rapid, das wissen wir ja ganz klar, dass Rapid eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Für uns ist das heute die letzte Chance. Das muss man ganz klar sagen. Wir müssen heute gewinnen, wenn wir in den Europacup noch kommen wollen. Aber nervös glaube ich ist die Mannschaft nicht. Nein, war auch dann danach nicht. Danach gab es nämlich eine Standardsituation. Der erste Eckball und das war dann gleich gleichbedeutend mit dem 1:0. Tadej Tridina trifft und die Entstehung war so, dass Potsmann sich hier noch durchsetzt und Tridina, das war gar nicht so einfach, Harry. Nein, es war nicht einfach, aber das sieht man dann ganz genau, dass die Abstimmung in der Defensive bei Rapid gefehlt hat. Die zwei Innenverteidiger Sonnleitner und Thibon gehen heraus und die zwei Außenverteidiger, hier hebt Trimmel dann noch die Hand und Schrammel bleiben hinten hängen. Dadurch heben sie auch das Abseits auf und Tridina kann Mutterseelen allein den Ball ins Tor köpfeln, wobei er natürlich die Kugel noch gut platziert hatte. Ja, und damit auch die Torsperre von Rapid beendet nach 623 Minuten. Einmal musste es ja sein. Aber ja, es war Grödig mit Tadej Tridina. Immerhin.
Ja, es war ein wichtiger Treffer, aber am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Und das Ergebnis schaut dabei so aus, dass wir 2-1 hinten sind. Ja, Sie sprechen es an. Es gab dann noch Möglichkeiten für die Grödiger, unter anderem durch Tommy und auch durch Elsnick. Aber dann der Ausgleich, fast aus heiterem Himmel. Denn zu diesem Zeitpunkt, nach 24 Minuten, war eigentlich Grödig dem zweiten Tor näher als Rapid dem Ausgleich. Aber Heribert, wir sehen hier, Schrammel hat viel Platz, kann Meter und Meter machen. Und dann entscheidet er sich für eine Flanke. Und dann passiert überhaupt etwas sehr Kurioses da im Zentrum. Ja. Das ist symptomatisch für das, was ich schon am Anfang gemeint habe, dass sie viel zu wenig in die Zweikämpfe gehen, dass Schrammel auf der linken Seite völlig frei zum Flanken kommt, dass Beuth in der Mitte von Kahner und Cabrera überhaupt nicht behindert wird, erstens einmal den Ball mit der Brust anzunehmen und dann noch den Kopfball so gut zu platzieren. Also wenn es da nur ein bisschen an Körperkontakt gibt, wie er sich den Ball mit der Brust annimmt, also dann kann er nachher sicher nicht mehr köpfeln. Christian Haas, Sie waren ja Tormann-Trainer. Was kann man dazu Kevin Fein sagen? Unglücklich? Da muss ich ehrlich sagen, jetzt im Fernsehen schaut es wieder anders aus wie von der Tribüne. Da kann der Tormann meiner Meinung nach nichts dafür. Aber wie der Heri schon gesagt hat, der Schrammel geht auf der linken Seite ganz runter. Da attackiert kein Mensch von uns. Dann kann er die Flanken einholen und dann steht der Kahner und der Cabrera nebenbei. Und ja, der kommt zum Köpfeln an. Ich glaube, da soll man eher die Fehler suchen. Der Tormann meiner Meinung nach kann da nichts machen. Ja, sehen wir ähnlich. Und dann gab es also kurz vor der Pause diese Szene im Strafraum, die zum Elfmeter, zum Strafstoß für Rapid geführt hat. Wir können den Blick drauf werfen. Beuth gegen Feind. So, Referé Schüttengruber hat sich für Strafstoß und Gelb entschieden. Auch das ist ja zu diskutieren, denn wenn es ein Fall war, war es dann vielleicht Torraub. Ja, zuerst hat einmal überhaupt niemand gewusst, warum dieser Pfiff. Normalerweise hätte es weitergehen können. Ja, es hat vielleicht einen kleinen Kontakt gegeben. Ich sehe nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, es war nie und nimmer ein Elfmeter. Ja, eine klare Fehlentscheidung. Christian Haas, ich nehme an, Sie werden Heribert Weber nicht widersprechen. Von der Tribüne aus ausgesehen, wenn es überhaupt kein Elfmeter ist und im Fernsehen schaut es noch deutlicher von mir aus. Also wenn das ein Elfmeter ist, dann muss ich sagen, da muss man alles pfeifen. Also ja, da einen Elfmeter zu pfeifen, da muss ich sagen, ja, okay. Es gibt Pfiffen worden, aber kein Elfmeter. Ja, der unglückliche Lauf von Manfred Schüttengruber hält also an. Es gibt einen Strafstoß und den verwertet dann Terence Beuth eiskalt zum 2:1. Sein 11. Saisontreffer, da hat Fendt absolut keine Chance. Jetzt führt also Rapid mit 2:1. Was muss Grödig tun, Harry? Aggressiv in die Zweikämpfe, früher attackieren, Rapid mehr unter Druck setzen. Die können hinten herausspielen, wie es ihnen gefällt. Also das enttäuscht mich ein bisschen von den Grödingern, weil ich hätte in der Hinsicht eigentlich mehr erwartet. Ja, enttäuschend ist auch ein wenig der Zuschauerzuspruch, Christian Haas. Wieso kommen da nicht mehr, obwohl man 3 Runden vor dem Ende, 4 Runden vor dem Ende noch um einen Europacup-Platz spielt? Ich muss schon sagen, das ist für uns sehr, sehr enttäuschend, wenn man gegen Rapid Wien spielt und wie ich gehört habe, dass 2700 Zuschauer da sind. Da muss man sich wirklich hinterfragen. Das ist für Grödig ja sehr enttäuschend. Vor 14 Tagen haben wir gegen Red Bull Salzburg 2900 gehabt. Heute haben wir 2700. Jetzt steht an der Stadionbau, jetzt steht an die Zufahrt, stehen die Parkplätze an. Und ja, aber rentiert sich? Ist das überhaupt sinnvoll? Muss man sich überlegen. Das muss man ganz klar sagen, ob das alles sinnvoll ist. Natürlich wissen wir ganz klar, dass wir den Zuschauern etwas bieten müssen. Es muss die Infrastruktur, das Stadion muss gebaut werden, es muss überdacht werden. Aber heute ist ein wunderschöner Tag und die Leute kommen trotzdem nicht. Ja, wir haben ja schon auf Sky gezeigt, die Pläne, 4500 überdachte Sitzplätze, das wird ja dann wirklich schön. Aber da muss natürlich auch noch möglicherweise im Marketing etwas passieren. Ja, im Marketing haben wir jemanden. Wir sind dran natürlich. Wir schauen überall, dass wir Zuschauer kommen, auch Sponsoren. Aber in Grödig ist es nicht leicht. Aber das wissen wir von Anfang an. Ich bin 12 Jahre jetzt hier und es ist jedes Jahr schwierig und es ist natürlich zum Kämpfen, aber man muss ganz klar sagen, wir müssen heute jedes Jahr unser Budget zusammenbringen. Ja, aber Sie sind ein Kämpfer, das haben Sie auch bewiesen, sonst werden Sie nicht mit dieser Mannschaft auch in der Bundesliga. Vorletztes Heimspiel für Adi Hütter. Wer wird sein Nachfolger? Klären Sie uns auf. Ja, schade ist einmal, dass der Adi geht. Also der Adi hat eine Top-Arbeit hier geleistet. Wir sind mit Adi aufgestiegen. Wir spielen jetzt noch um den Europacup 4 Runden vor Schluss. Nachfolger hat es einige Gespräche mit Trainern gegeben. Jetzt stehen noch 2. Gerald Baumgartner, darf Sie unterbrechen, ist ja heute hier. Er hat ja auch schon auf Sky gesagt, er würde das gerne machen. Es scheint also an der Ablöse zu liegen. 100.000 Euro ist Ihnen zu viel, nach St. Pölten zu überweisen? Erstens einmal ist der Gerald Baumgartner ein sehr interessanter Trainer für mich. Der Gerald Baumgartner hat eine gute Arbeit bei Pasching gemacht und bei St. Pölten auch. Ist ein Salzburger, was er ist. Aber 100.000 Euro, das ist ja das erste Mal, dass er St. Pölten verlangt. Wir haben ein Angebot gemacht, das stimmt. Wie hoch ist die Schmerzgrenze? Das möchte ich da jetzt nicht sagen, wie hoch die Schmerzgrenze ist, aber es ist für uns ein interessanter Mann. Aber es gibt 2, 3 weitere Kandidaten, wo man sagt, ja, okay, könnten wir uns vorstellen, dass die Grödig Trainer werden. Wir werden jetzt schauen, wer der richtige Mann ist. Aber Eile, haben Sie gesagt, haben Sie keine?
Bis wann gibt es ihn dann? Eile gibt es keine. Ich habe ganz klar gesagt, bis Ende Mai soll der neue Trainer feststellen. Wenn es schneller geht, dann bin ich natürlich froh, aber ich lasse mich nicht unter Zeitdruck setzen. Aber warum musste dann Adi Hütter bis 31. März seine Entscheidung treffen, wenn es jetzt eh keine Eile gibt? Dann hätte er das ja auch machen können am 11. Mai, wenn die Meisterschaft vorbei ist. Ja, weil wenn der Adi Hütter am 11. Mai gesagt hätte, er ist nicht mehr Trainer, dann hätten wir erst am 11. Mai angefangen, mit neuen Trainer zu reden. Und so haben wir jetzt schon angefangen und hoffen wir, dass vielleicht vor am 11. Mai schon der neue Trainer da ist. Ganz kurz noch, Christian Haas, ein anderes Thema, weil ausgerechnet gegen Rapid Dominik Taboga hier im November sein letztes Spiel in der Bundesliga absolviert hat. In dieser Woche ist die Anklageschrift öffentlich geworden. Wie sensibel reagieren Sie darauf und wie unangenehm ist es, wenn jetzt eine Anklage ist mit einem Spieler? Mit welchen Erwartungen gehen Sie da in einen möglichen Prozess gegen Dominik Taboga, wenn er, wie er ankündigt hat, möglicherweise auch auspacken möchte? Ich gehe in gar keine Erwartungen, weil es ist eins, was ich nur gelesen habe, dass im Sommer da jetzt eine Anklage ist. Und ich weiß gar nicht, um was geht, weiß ich schon. Aber was da sein wird, keine Ahnung. Also am SV Scholz-Grödig hat niemand gesprochen. Gut. Rein in die zweite Spielhälfte. Grödig gegen Rapid. Die Gäste aus Wien führen mit 2:1. Und Adi Hütter, der Grödiger Trainer, ist zu Beginn dieser zweiten Spielhälfte zu einem Wechsel gezwungen. Neu im Spiel Matthias Mark anstelle von Max Kahner. Der hat über Schwindelgefühle geklagt und konnte deshalb jetzt nicht weitermachen. Mark übernimmt natürlich auch die Position von Kahner in der Innenverteidigung an der Seite von Jone Cabrera. Rapid ist unverändert aus der Kabine gekommen. Felsneck, der fällt rein in den Strafraum, Schüttengruber pfeift nicht, weder Freistoß noch Elfmeter. Gute Aktion von Elsneck, der Zweikampf mit Behrendt. Ich denke, die Entscheidung hier einfach weiterlaufen zu lassen ist korrekt. Edi Glieder, der Co-Trainer von Adi Hütter, hat da offensichtlich vehement eine andere Entscheidung als Weiterspielen gefordert. Sabitzer gegen Potzmann. Vidra, Cabrera etwas zu weit weg und deshalb kommt hier Schrammel zum Abschluss und trifft die Latte. Erste Top-Chance nach der Pause für Rapid durch den aufgerückten linken Verteidiger, durch Thomas Schrammel, der ja den ersten Treffer von Terence Boyd mit einer Flanke vorbereitet hat. Fendt noch mit den Händen dran und deshalb gibt es zu Recht den Eckball für Rapid. Dritter Eckball für die Hütteldorfer. Marcinko kann eingreifen, aber die Kontermöglichkeit der Grödiger ergibt sich nicht, weil das Anspiel von Husbeck nicht exakt genug war. Wieder Schrammel, heute sehr offensiv stark. Rapid Außenverteidiger. Gegen Cabrera, der muss da rausrücken, weil Potzmann seine Position da nicht halten konnte. Und es gibt Abstoß. So sieht die Situation momentan also in der Tabelle aus. Rapid 3 Punkte
vor der Austria. Mittlerweile 9 Punkte vor Grödig. Der Rückstand der Grödiger auf den dritten Platz auf die Austria bleibt damit also bei 6 Punkten. Und das war jetzt ein sehr, sehr herber Zweikampf. Dibon gegen Tommy, der eine stellt den Fuß hin, der andere zieht durch. Ja, unglücklich die Situation, ich denke, zu Recht gibt es ja auch keine gelbe Karte für Tommy. Freistoß jedenfalls für Rapid und Dibon hat sich zum Glück hier auch nicht verletzt. Auf Matthias Mack. Im Winter aus Kapfenberg gekommen, hier in Grödig. Soll man nicht unbedingt sehr überzeugt vom 21-Jährigen sein und deshalb könnte er im Sommer die Salzburger auch schon wieder verlassen. Janek auf Trudina, Ausgleich, kein Abseits, der Treffer zählt. Nach langer Zeit die Mannschaft von Adi Hütter wieder gefährlich im Rapid-Strafraum und gleich erfolgreich. Ausgangspunkt der Einwurf, dann Elsnek, schnell spielt er den Ball auf Janek, der hat Platz. Und dann ist die Situation ganz knapp hier. Trudina, gleiche Höhe, vielleicht mit der Schulter ganz knapp vorne. Auf alle Fälle heißt es ja im Zweifel für den Angreifer und das ist mit Sicherheit hier der Fall. Ausgleich zum 2:2, Kopfball gut platziert und damit haben wir jetzt 2 zweifache Torschützen am heutigen Ostersonntagnachmittag. Tade Trudina für Grödig, Terence Boyd für Rapid. Schubser von Cabrera gegen Beuth. Also da war der Körperkontakt heftiger als in Hälfte 1 beim Elfmeter-Foul unter Anführungszeichen von Fendt an Beuth. Also wieder alles offen in der Untersberger Arena. Spätestens jetzt hätte sich dieses Spiel hier viel mehr Zuschauer verdient. Abwechslungsreich, spannend, interessant. Da ist alles drin in diesem Bundesligaspiel. Dritter Eckball Grödig jetzt noch. Nächste Chance für die Grödiger. Wieder wollen sie den Eckball, aber diesmal bekommen sie nichts. Peter Czerneks Kopfball dann möglicherweise noch von einem Rapidler abgefälscht. Ja, von Schrammel. Hätte einen weiteren Corner für die Salzburger geben müssen. Sehr energisch zu Beginn dieser zweiten Spielhälfte in die Zweikämpfe. Burgstaller gegen Mack. Sabitzer mit viel Platz. Mit genug Platz, um zu flanken. Burgstaller. Wieder Mack, Zweikampfsieger. Matthias Mack, der fügt sich heute ganz gut
in die Grödiger Mannschaft ein. Tommy geht nicht zum Ball, wäre im Abseits gewesen und da ist die Kontermöglichkeit über Philipp Husbeck. Sonnleitner macht alles richtig und verhindert damit möglicherweise den Führungstreffer für Grödig. Tommy auf Trödiner. Beide Teams agieren jetzt sehr häufig mit hohen Bällen. Diesmal Abseitsstellung von Philipp Husbeck. Und die Entscheidung ist richtig. Mit vielen Ballkontakten. Und sehr aufmerksam weiterhin Matthias Mack. Er kommt aus dem Abseits und deshalb die Spielunterbrechung. Auf Nummer sicher gehen. Burgstaller, attackiert von Marcinko. Hofmann trimmelt sie auf. Gut gespielt auf Burgstaller. Und da ist die tolle Möglichkeit für Rapid in Führung zu gehen, aber die lässt guter Burgstaller aus. Gutes Kombinationsspiel der Rapidler. Dann dieser Ball von Trümmel auf Burgstaller. Der kommt mit Tempo, lässt Cabrera aussteigen. Aber die alte Schwäche von Gude Burgstaller vor dem gegnerischen Tor ist er dann einfach nicht kaltschnäuzig genug, nicht konzentriert genug. Was helfen dann die sehenswerten Aktionen davor? Für den Anschluss an dieses Spiel gibt es dann Talk und Tore. Mit interessanten Gästen, Austria-Trainer Herbert Gager, Ried-Trainer Michael Angerschmidt und Innsbruck-Stürmer Roman Wallner sind zu Gast. Und dann geht es auch noch anschließend weiter mit Basketball bei uns. Viertelfinale, Spiel 3, Klosterneuburg gegen den Meister, gegen den BC Vienna. Und der droht heute auszuscheiden. Tempo auf Burgstaller gespielt, Fan aufmerksam. Wieder gewinnt Mark einen Zweikampf, diesmal mit Burgstaller, und der war wichtig. Potsmann stark gegen Sabitzer. Tommy wird nicht getäuscht, er hat tatsächlich die meisten Ballkontakte auf dem Feld mit 50 an der Zahl. Trödiner Abseits.
knapp, aber doch. Tadej Trdina, der zweifache Torschütze der Grödiger, hier vorne. Bekommt den Freistoß, holt ihn raus im Duell mit Brian Behrendt. Leitgeb. Links geht Marcinko. Und dann das Foul von Tadej Trdina an Marius Onlein. Mittlerweile gibt es mehr als 30 Fouls in diesem Spiel. Das ist auch ein deutliches Zeichen dafür, dass es heute um sehr viel geht. Und schon das nächste Foul von Marcinko an Hofmann. Interessante Variante mit Dominik Widra, der versucht abzuschließen. Gute Flanke Hofmann. Diebern kommt nicht dran. Der Schuss von Widra geblockt. Von Marc. Noch einmal die Rapidler über Trimmel. Jetzt setzen sie immer wieder nach, die Rapidler. Widra. Auf Behrendt. Schuss abgefälscht und deshalb gibt es den nächsten Eckball. Rapidler wirkten etwas geschockt nach dem Ausgleichstreffer durch Tadej Trdina, der ja im Prinzip auch aus dem Nichts gekommen ist. Aber jetzt haben sie sich wieder erfangen, jetzt haben sie das Spiel über weite Strecken unter Kontrolle. Cabrera per Kopf. Und das Foul von Beuth an Tommy. Terence Beuth hat heute also seine Saisontreffer 10 und 11 erzielt. Tadej Trdina seine Saisontore 7 und 8. 8 Tore in 20 Spielen, das ist ein Wert, der sich durchaus sehen lassen kann. In seinem 20. Bundesligaspiel hat Tadej Trdina der Slowene heute erstmals doppelt getroffen. Husbeck bringt den Ball zur Mitte, im Duell mit Dominik Widra. Aber bei Flanken nicht nur heute. Sehr stark Jan Novota.
Torhüter Marc vor Burgstaller. Marius Onleitner, der spielt souverän, spielt abgekehrt. Hat aber in der Pause ganz sicher auch auf sein Handy geschaut. Der wird nämlich in den kommenden Tagen Vater eines Sohnes. Könnte also sein, dass er immer wieder sehr schnell nach dem Spiel nach Hause muss. Rapid kündigt sich der erste Wechsel an. Luis Schaub macht sich bereit. Schinkel stark gegen Hofmann. Und dann das klare Foul an Christopher Trimmel. So, jetzt kommt es zum ersten Wechsel bei Rapid. Nach 66 Minuten verlässt der Kapitän das Spielfeld. Steffen Hofmann geht raus. Bei Standardsituationen heute sehr auffällig wie immer. Den ein oder anderen gefährlichen Pass hat Steffen Hofmann auch gespielt in der ersten Hälfte. Nur so ein Spiel wie heute, das gekennzeichnet ist von vielen Zweikämpfen, ist natürlich alles andere als angenehm für ihn. An seiner Stelle jetzt also Luis Schaub in der Partie. Die Kapitänsbinde, die hat Steffen Hofmann schon längst an Christopher Trimmel weitergereicht. Gegen Potzmann. Gut verteidigt von Marvin Potzmann. Behrendt. Schön langsam, aber sicher setzen sich die Rapidler jetzt richtig fest. In der Grödiger Hälfte erstmals Luis Schaub. Er hat auch Pech, dass er den Ball nicht mehr mitnehmen konnte. Auf Sabitzer, kein Abseits. Aber jetzt doch. Sehr spät ist da die Fahne nach oben gegangen. Gleich der Wechsel bei den Grödigern und hier die richtige Entscheidung. Sabitzer war im Abseits. So, und jetzt kommt ein zweiter Stürmer. Jetzt kommt der Isländer Hannes Sigurðsson ins Spiel anstelle von Peter Czernek. Adi Hütter hat ja schon vor dem Spiel gemeint, wir müssen diese Partie gewinnen, wollen wir noch in den Europacup. Und jetzt setzt er alles auf Offensive. Jetzt bringt er eine zweite echte Sturmspitze an der Seite von Tadej Trdina. Jetzt also der 31-jährige Isländer Hannes Sigurðsson. Der hat erst einen Treffer für die Grödiger erzielt. Heute kommt er zum 12. Mal zum Einsatz. Ist einer der teuersten Spieler im Kader. Und nachdem er nicht wirklich eingeschlagen hat, wird er im Sommer den Verein auch verlassen. Das steht jetzt schon fest.
Aber die Fans der Grödiger, dürfen sie sich heute doch noch über einen Sieg freuen? Auf alle Fälle ist Grödiger mal auf einem guten Weg, gegen Rapid in der ersten Bundesliga-Saison ungeschlagen zu bleiben. Bisher gab es ja einen Sieg im Hanapi-Stadion und zwei Unentschieden. Elsneck auf Maciejko, gut gespielt. Christoph Maciejko, jetzt könnte er abschließen, das macht er auch. Trifft den Ball allerdings nicht richtig. Und dieses Foul von Marc an Schaub, das war eines aus der Abteilung Intelligenz, denn Marc hat damit einen möglicherweise sehr vielversprechenden Konterangriff der Rapidler verhindert. Gegen Husbeck. Botsmann klärt. Dann Sigurdsson. Das kann am besten seinen Körper einsetzen. Ein bulliger, kopfballstarker Stürmer. Jetzt in der Schlussphase. Bei den Grödigern also nun ein 4-4-2-System zu erkennen. Aber Beuth kommt zum Abschluss. Und trifft die Latte. Sehenswerte Aktion. Und er setzt auch nach, Terence Beuth. Foulspiel an Matthias Marc, deshalb das Spiel unterbrochen. Aber da war sie, wieder die Chance für Rapid in Führung zu gehen. Gutes Kombinationsspiel und dann Terence Beuth, den nimmt der Wolle, trifft den Ball richtig gut und hat einfach nur Pech. Nächstes Foul von Beuth, diesmal an Botsmann. Er geht sehr energisch in die Zweikämpfe, Terence Beuth. Scheut kein Kopfballduell, aber das ist auch sehr oft bei ihm eine Gratwanderung. Senior schaut sich das Ganze natürlich heute auch an. Der Mann, der dieses Fußballwunder SV Grödig eigentlich hier initiiert hat. Vidra setzt sich durch gegen Maciejko. Rodina attackiert von Dieb. Mittlerweile die Rapid-Defensive längst wieder organisiert. Und deshalb auch Elsneck hier zum Rückzug gezwungen. Von Sigurdsson an Dieber. War auch ungeschickt. Sigurdsson hätte einfach dieses Kopfballduell annehmen müssen. Terence Beuth ganz nah dran an einem Triple-Pack. Cabrera, kein Fall am Beuth. Potsmann. Husberg mit Platz. An der rechten Flanke, guter Ball auf Trotena. Sigurdsson, kommt er zum Abschluss? Nein. Sehr harter Zweikampf hier zwischen Christopher Trimmel und Tade Trödina. Der Pressball hier. Und dann ist Sigurdsson eigentlich im Abseits und deshalb hätte diese Aktion eigentlich nicht weiterlaufen dürfen. Dürfte jetzt auch keinen Eckball für Grödig geben. Elsneck
aufs Leitgeben zu durchsichtig. Sabitzer hat aufgepasst. Und die Konterchance für Rapid. Schaub. Sabitzer. Widra. Rechts kommt Beuth. Berens Beuth auf Marcel Sabitzer. Und dann kann Leitgeb im letzten Moment eingreifen. Und es gibt nicht Eckball, sondern Abstoß. Schau noch einmal ganz genau hin. Oh, Sabitzer tatsächlich hier als letzter am Ball. Richtige Entscheidung von Schiedsrichter Schüttengruber. Sabitzer hat kritisiert und dafür zum sechsten Mal in dieser Saison gelb gesehen. Gleich beginnt die letzte Viertelstunde. Sigurdsson gegen Schrammel, gegen Behrendt. Hannes Sigurdsson, 1,90 Meter groß. Bulliger Stürmer, der mit Sicherheit in der Lage ist, einer Abwehr weh zu tun. Möglicherweise auch im wahrsten Sinne des Wortes. Wieder Sigurdsson, diesmal gegen Behrendt, Tomi. Gibt's jetzt noch. Ja, da hätte der Schüttengruber wieder den Vorteil abwarten müssen. Freistoß durch Tomi. Drei Kopfballtore hat Grödig schon erzielt in diesem Spiel. Kein Fall an Marcinko, viel Platz für Christopher Trimmel. Der kann jetzt den Turbo einschalten. Ball rüber auf Terence Beuth. Beuth gegen Mark. Immer noch Beuth, wieder Trimmel. Und dann Potzmann dazwischen. Nächster Eckball Rapid. Nach wie vor ein sehr intensives Spiel. Ein sehr abwechslungsreiches Spiel mit guten Szenen auf beiden Seiten. Und in allererster Linie ist es ein Kampfspiel, das sieht man ganz deutlich. Cinco. Schrammel aufmerksam. Potzmann, das war möglicherweise seine letzte Aktion im Spiel, denn Marvin Potzmann klagt über Oberschenkelprobleme und wird wohl das Spiel nicht zu Ende machen können. Sabitzer gegen Tomi. Gibt den Freistoß für Rapid. Ja.
Freistoß wieder Dominik Widra. Auf Louis Schaub. Botsmann verhindert den Eckball. Sabitzer setzt nach. Hat mehr vom Spiel. Rapid ist deutlich mehr im Ballbesitz, aber Grödig kontert möglicherweise jetzt gefährlich, wollte ich sagen. Aber der Pass von Mario Leitgeb nicht gut. Sigurdsson gegen die Bar. Starker Ball rein auf Sigurdsson, aber etwas zu hoch angedrückt. Brian Behrendt wird bei Rapid draußen behandelt. Und jetzt kommt es zunächst einmal zum angekündigten Wechsel bei den Grödigern. Marvin Potzmann, nach starker Leistung mit Oberschenkelproblemen jetzt raus aus der Partie. Und an seiner Stelle kommt Sascha Boller. Mehr Offensive geht jetzt einfach nicht mehr. Neben den beiden echten Sturmspitzen, Trödiner und Sigurdsson, also auch Husbeck, Tomi, Elsnig und Boller, Offensive Mittelfeldspieler in der Partie. Und bei Rapid kommt Deni Aller anstelle von Guido Burgstaller. Brian Behrendt ist mittlerweile auch wieder zurück aufs Spielfeld gekehrt. Nominell also Grödig mit sehr vielen offensiv starken Akteuren jetzt. Allerdings Rapid ist in der Offensive in dieser zweiten Spielhälfte, genauso wie auch vor der Pause, eindeutig das bessere Team. Aber noch lebt die Chance für die Grödiger, hier dieses Spiel zu gewinnen und damit wieder richtig reinzukommen ins Rennen um die Europacup-Plätze. Alter. Cabrera, Sigurdsson kommt nicht mehr in den Zweikampf mit Dibor. Sabitzer aus dem Abseits gekommen. Der Ball deshalb bei den Grödigern. Noch 7 Minuten plus Nachspielzeit. Spiel von Schrammel, Freistoß für Grödig. Jetzt kommen auch die kopfballstarken Innenverteidiger Jonny Cabrera und Matthias Mark mit nach vorne. Sigurdsson und Leitgeb. Vor der Treffer hätte nicht gezählt. Die Situation zuvor schon abgepfiffen.
von Schiedsrichter Schüttengruber wegen eines Fouls von Hannes Sigurdsson. Er zeigt an, er sei doch gecheckt worden von Marcel Sabitzer. Auf alle Fälle kein Abseits und dann stößt hier Sigurdsson Sabitzer weg. Das wäre mit Sicherheit eine diskussionswürdige Entscheidung geworden. Nicht die erste am heutigen Nachmittag von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber. Hätte Leid gibt diesen Ball im Tor untergebracht. Holla, gefällt von Behrendt. Elsnick mit Platz. Jetzt waren die Krödiger mal in der Lage, schnell zu spielen. Und dann kommt das saubere Tacking von Brian Behrendt. Haller. Sollte wohl eigentlich ein Pass auf Sabitzer werden und hier noch einmal ganz sauber die Aktion von Behrendt. Husbeck reagiert er jetzt als rechter Außenverteidiger bei den Grödigern. Terence Boyd war heute ganz nah dran an seinem ersten Trippelpack in der österreichischen Bundesliga. Marcinko auf Leitke. Geht es sich noch aus, Christian Haas? Also eines muss man deutlich sagen, Rapid ist dem Sieg wesentlich näher als Krönig. Torschussverhältnis im Moment 10 zu 20. Platz für Schaub. Sabitzer gegen Husbeck. Husbeck darf da den Ball nicht reinschieben ins Zentrum. Kein Abseits, da ist Luis Schaub. Und es gibt den nächsten Eckball. Harter Zusammenprall da von Philipp Husbeck und Kevin Fendt. Ein hartes, intensives Spiel, auch für den Grödiger Tormann, für Kevin Fendt. Sechster Eckball Rapid. Sonnleitner wäre beinahe hier noch an diesen Kopfball gekommen. 89 Minuten sind gleich gespielt. Noch einmal Sascha Boller. Cinco. Trödinge verlängert, kommt aber aus dem Abseits. Und zwar die sechste Abseitsposition eines Grödiger Spielers. Fünfmal war es Trödinge. Kevin Fendt, der Goalie. Das ist Frau Grödig, ist nach wie vor angeschlagen, muss jetzt behandelt werden. Ausgewechselt kann er nicht mehr werden.
Das Austauschkontingent hat Adi Hütter längst ausgeschöpft. Oh, da ist das Knie offensichtlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Zizan Stankovic gerade erst ins Mannschaftstraining zurückgekehrt nach einer Handoperation. Was bei dieser Situation, als er mit Husbeck zusammengekracht ist, passiert sein bei Kevin Fendt. Hoffentlich hat er sich da keine schwere Knieverletzung zugezogen. Hier noch einmal. Das kann gar nicht sein, das kann auch sehr viel sein. Jedenfalls muss Kevin Fendt durchhalten oder ein Fettspieler muss ins Tor. Mittlerweile hat die Nachspielzeit sogar schon begonnen. Manuel Schüttengruber im intensiven Gespräch mit Terence Boyd. Vielleicht geht es da auch noch um die Elfmetersituation. Gut, also dieser Fußballnachmittag hier in Grödig könnte noch etwas länger dauern. So, eine Zeitlupe haben wir noch. Husbeck fällt da in dem Moment auf das Bein von Fendt, als das gesamte Gewicht drauf ist. Also, Fendt steht wieder, wird wohl diese paar Minuten, die es jetzt noch geht, durchhalten. Und die war jetzt fast 3 Minuten unterbrochen. Spiel geht weiter mit einem Freistoß für Rapid aus der eigenen Spielhälfte. Fünf Minuten Nachspielzeit in diesem Moment angezeigt. Noch einmal Matthias Mark. Weite Strecken hat hier Rapid dominiert. Aber Grödig ist zweimal in dieses Spiel zurückgekommen. Einmal nach dem 2:2 durch Trödina und jetzt in der Schlussphase noch einmal, als die Grödiger bereits mit ihren Kräften am Ende waren. Aber jetzt beißen sie noch einmal die Zähne zusammen. Christopher Trümmel hat schon Geld. Schiedsrichter Schüttengruber tut gut daran, ihn jetzt nicht auszuschließen. Ja, Marcinko gegen Trümmel, das war nämlich nicht einmal ein Foul. Trümmel hat den Ball gespielt. Es gibt trotzdem den Freistoß für Grödig und damit vielleicht doch noch die Chance für die Mannschaft von Adi Hütter, die Partie zu entscheiden. Geht noch mindestens eine Minute. Sascha Poller. War etwas zu hoch angetragen und deshalb Jan Mavota. Elsnick. Klar, bitte.
sehr energisch der Einstieg von Elsnick. Ball war dabei. Aber wieder hat er damit Sicherheit auch getroffen. Husbeck im Laufduell mit Sabitzer. Es gibt den Freistoß für Rapid. Und jetzt ist es ziemlich hektisch hier in der Schlussphase. Hanni Sigurdsson hat die Entscheidung von Schiedsrichter-Schüttengrube kritisiert und dafür noch gelb gesehen. In diesem Moment ist die angezeigte 5-minütige Nachspielzeit abgelaufen. Auch in dieser Nachspielzeit gab es, abgesehen von der Situation um Kevin Fendt, noch ein paar Unterbrechungen. Schiedsrichter-Schüttengruber beendet aber jetzt die Partie. Der SV Grödig und der SK Rapid trennen sich 2:2 unentschieden. Terence Boyd, zweifacher Torschütze für die Wiener. Tadej Trdiner, zweifacher Torschütze für die Salzburger. Rapid war heute dem Sieg mit Sicherheit näher. Hat über weite Strecken dominiert. Hatte auch in Spielhälfte 2 die ein oder andere Möglichkeit, vor allem durch Terence Boyd und Guido Burgstaller, um die Partie zu entscheiden. Letztlich ist es aber ein Unentschieden, dass Rapid mit Sicherheit mehr hilft als Grödig. Grödig hätte diese Partie gewinnen müssen, um noch realistische Chancen auf einen Europacup-Platz zu haben. Für Rapid geht die Serie der ungeschlagenen Spiele in der Bundesliga weiter. Mittlerweile die Mannschaft von Zoki Barisic 8 Partien ungeschlagen. Es gab 5 Siege und 3 Remis. Das gab es zuletzt von Oktober 2011 bis März 2012. Rapid ist zudem seit 4 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen. Ja, und Grödig ist die einzige Mannschaft in dieser Saison, die gegen Rapid keine Niederlage kassiert hat. 3 Unentschieden, 1 Sieg gegen Rapid und das als Aufsteiger. Das ist eine beachtenswerte Bilanz für das Team von Adi Hütter, der mit Schiedsrichter Manuel Schüttengruber wohl noch die ein oder andere Situation, vor allem die Elfmetersituation knapp vor Ende der ersten Spielhälfte zu besprechen hat. Jan Novota hat heute nach mehr als 620 Minuten wieder einen Gegentreffer kassiert. Letztlich gibt es ein Unentschieden, mit dem Rapid allerdings Platz 2 in der Tabelle verteidigt. Und das ist in dieser Phase der Saison einfach das Wichtigste. Ärgerlich für die Grödiger natürlich, dass sie seit 5 Heimspielen mittlerweile sieglos sind. Den letzten Heimsieg, den gab es am 15. Februar, damals ein klares 3:0 gegen den Wolfsberger HC. Der Mann, der diese Partie für Rapid beinahe noch entschieden hätte mit seinem 3. Tor, ist Terence Boyd. Da hatte er einfach nur Pech, als er die Latte getroffen hat, Gerhard Grabert. 4 Tore haben wir also bestaunen dürfen, ein gerechtes oder nicht gerechtes 2:2, Helge. Eigentlich gerecht. Rapid hat zwar mehr Chancen gehabt, aber Grödig am Schluss um den Tick noch besser, weil sie einfach den Sieg mehr gewollt haben. Und Rapid hat einfach versucht, das Unentschieden zu halten. Schauen wir uns die Tore an in Kürze. Zuerst wollen wir uns einen anschauen, der selbst in Eile ist, nämlich Sonnleitner im Gespräch bei Thomas Connors. Ja, und Mario Sonnleitner hat hier noch kurz Platz genommen gehabt. Eine sehr intensive Begegnung. Beide Mannschaften wollten dieses Spiel gewinnen. Das 2:2 am Ende, eine logische Folge. Nein, das glaube ich nicht. Wir haben klar die besseren Möglichkeiten. Wir müssen einfach aus dem Vielzahl an Möglichkeiten irgendwie ein Tor erzielen. Ja, und dann ist ja die Sache gegessen. Ja, sie haben natürlich alles nach vorne geschmissen, aber wir haben so viele Konterchancen. Man muss einfach dann das 3:2 fallen. Sie haben ein wenig heute auf Abruf gespielt. Sie könnten heute noch das erste Mal Vater werden, haben auch auf den Anruf gewartet. Da wäre es dann sofort nach Hause gegangen. War das ein bisschen in den Gedanken auch dabei in dieser Partie? So schön das ist, dass ich Vater werde, aber am Fußballplatz zählt nur der Ball und nicht die Kugel meiner Freundin. Da habe ich mich nur aufs Fußball konzentriert, aber es ist kein Anruf gekommen, ist alles noch easy zu Hause und das bin ich froh. Deswegen ist er in Eile und
Ja, er freut sich natürlich drauf. Aber wir freuen uns jetzt auch auf ein paar schöne Szenen, die wir Ihnen zeigen können. Das 1:0 zum Beispiel in Minute 12. Das 1:0 für die Grödiger, für die Gastgeber. Da hat die Torsperre von Nobota nach 624 Minuten geendet. Ja, wer kann nichts dafür. Das wird ihm trotzdem ärgern. Aber wenn er nichts dafür kann, war ein super einstudierter Corner, wo Rapid ein bisschen geschlafen hat, teilweise zu passiv heute in verschiedensten Szenen, in der Defensive wie auch in der Offensive. Hier kein Abseits. Und Nobota versucht noch, den Winkel kurz zu machen, schafft es aber leider nicht mehr. Ja, und das, was du auch angesprochen hast, die Räume, die die Rapidler auch im Mittelfeld zugelassen haben, gerade in dieser ersten Halbzeit, haben wir auch als taktische Szene vorbereitet. Da hätte es das 2:0 geben können, gleich drauf nämlich, und das hätte schon maßgeblich Einfluss gehabt auf den Spielverlauf. Ja, da sieht man es, Jan Nowota mit ein bisschen einen schlechten Abschlag, und dann kann sie der Mittelfeldspieler den Ball annehmen, kann schauen, wenn man Radius eingezeichnet, wo ihn niemand angeht, vier Spieler schauen ihm zu. Wir haben es mit den Pfeilen skizziert, da kann man weiterlaufen lassen. Und ganz seelenruhig kann er den Ball in die Tiefe spielen. Und da ein kleines Missverständnis mit Dibon und Nowota. Dann ist es nicht mehr einfach gewesen, aber den kann man schon mal machen. Ja, und Tommy verpasst das 2:0, auf der Gegenseite dann der Ausgleich. Das 1:1, Terence Boyd mit eigenem Assist, Abschluss und auch mit Hilfe des Torhüters. Ja, Schrammel auf der linken Seite hat heute ein gutes Spiel gemacht, macht eine Flanke zur Mitte, Boyd legt sich den Ball selber auf. Ich weiß nicht, ob er das geplant hat, das müsste man ihn fragen. Aber ein schönes Tor trotzdem. Und Boyd hat noch einmal getroffen in Halbzeit 1, denn kurz vor dem Pausenpfiff gab es dann noch eine Aktion. Da haben wir hier noch einmal dieses schöne Tor zum Ausgleich sehen. Zum 1:2 mit einem Foulspiel, Fragezeichen. Auf alle Fälle hat Boyd den Elfmeter verwandelt. Sogar sehr sicher verwandelt, hat den Torwart ausgeguckt. Hier sehen wir noch einmal das Foul. Hab während dem Spiel mit einem Schiedsrichter telefoniert. Der hat wiederum gesagt, den Elfmeter kann und sollte man geben. Ich bin da ein bisschen geteilter Meinung, weil wirklich der Kontakt sehr, sehr gering war. Ja, ja, aber Boyd hat auf alle Fälle, kann man sagen, wahrscheinlich das Europacup-Ticket für Rapid gelöst, und er steht jetzt beim Interview. Ja, Terence Boyd, eineinhalb Monate nicht getroffen und dann hier in Grödig gleich im Doppelpack. Wie gut kann Rapid Wien heute mit diesem 2:2, mit diesem Punktgewinn in Grödig leben? Also ich denke mal, mit der Leistung können wir gut leben, aber das Ergebnis ist halt ein bisschen bitter, weil wir einfach die Führung nicht weggeben dürfen. Und, sonst sind wir auf dem richtigen Weg, aber wie gesagt, über das Ergebnis ärgern wir uns schon. Die Szene, die zum Elfmeter geführt hat, Sportdirektor Müller hat gemeint, eine glückliche Entscheidung für Rapid, aber den man gerne annimmt. Wie haben Sie es gesehen? Na ja, er hat meinen Steuern getroffen, ich habe es ganz klar gehört. So, er hat mich getroffen, ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwelche Schwalben macht. So, von daher habe ich jetzt auch nicht ganz groß rumgespielt, sondern der Schlag kam, er hat gepfiffen, fertig. Da gibt es jetzt nichts zu diskutieren. Denn mein Fernsehen kann man auch sehen, dass er mich getroffen hat, von daher. Terence Boyd mit gutem Gehör, das haben wir jetzt herausgehört, auch aus unserer Sicht. In Halbzeit 2 begann auch Rapid gleich wieder turbulent offensiv, hat versucht hier die Entscheidung zu erzielen. In Minute 47 haben dann nur Millimeter, Zentimeter gefehlt bei Schrammel. Ja, super rausgespielt, da ein bisschen mit Glück. Und das war wirklich eine Granate, wo Fendt keine Chance mehr gehabt hätte. Aber Schrammel, wie ich zuerst schon gesagt habe, mit einem guten Spiel, hat sich sehr oft eingeschaltet nach vorne. Und dann nimmt er sehr, sehr streng. Bravo. Und jetzt war es umgekehrt, könnte man sagen. Die Chance zuerst von Rapid und dann hat Grödig den Ausgleich erzielt. Zum 2:2 in der 51. Minute, der Grödig dann letztendlich diesen Punkt auch gebracht hat. Tridina ebenfalls, sowie Boyd im Doppelpack. Auch Tridina hat ein super Spiel gemacht. Hier wäre Nowota fast noch angekommen. Zuerst haben wir geglaubt, leichte Abseitsposition. Sehen wir auch gleich hier in der Analyse. Ja, hier beim Einwurf sieht man Rapid in Überzahl und in der Mitte ein Spieler ganz, ganz alleine. Wenn man hier weiterlaufen lässt, er kann den Ball schön prallen lassen. Hier wieder trotz Überzahl im Zentrum ganz allein, nicht gedeckt. Und der kann ganz unbedrängt hineinflanken. Und hier sehen wir, dass es kein Abseits war. Der Spieler, der Stürmer mit dem Körperteil, mit dem er das Tor machen kann, auf gleicher Höhe. Und beim Verteidiger zählt es ja so, wurscht welches Körperteil es ist, der was weiter hinten ist, also kein Abseits.
Tja, also der Ausgleich. Adi Hütte steht auch schon bei uns, der Trainer von SV Grödig, schaut sich diese Situation auch schon gespannt mit uns an. Ein Treffer, der sie natürlich persönlich freut und eine Serie fortsetzt, ungeschlagen gegen Rapid. Wie viel hilft Ihnen denn im Kampf um die Europacup-Plätze heute? Ja, der Punkt für Rapid ist mehr wert wie der für uns. Wir wollten heute unbedingt gewinnen. Ich glaube, wir haben ein spannendes, kampfbetontes Spiel gesehen. Und ja, es ist eine Nebensache, dass wir jetzt ungeschlagen gegen Rapid in 4 Duellen sind. Es ist heute nur um das gegangen, zu gewinnen. In Grödig ging es für Rapid darum, den internationalen Startplatz im direkten Duell mit den Salzburgern klarzumachen. Die Hütteldorfer mit einer starken Serie zuletzt und einer Torsperre, die schon über 10 Stunden dauerte, in diesem Spiel aber enden sollte. Alles schon der Reihe nach, Rapid mit dem besseren Start. Keine Minute gespielt. Dominik Widra mit der ersten Prüfung für Kevin Fendt. Der anschließende Einwurf durch Sabitzer und dann Guido Burgstaller. Unwiderstehliches Dribbling durch den Strafraum. Der Abschluss dann knapp über das Tor. Glück für die Salzburger, hier nicht früh in Rückstand zu geraten. Dann die erste Offensivaktion der Gastgeber. Der Eckball von Tomi landet bei Potzmann und dann Tadej Trdina. Erster Torschuss, erstes Tor im Spiel. Der Slowene trifft und stellt auf 1:0 für Grödig. Die Rapid-Defensive zu passiv in dieser Situation. Potzmann dann mit dem Kopfball-Zuspiel. Trdina nicht im Abseits. Bricht die Torsperre von Jan Novota nach exakt 623 Minuten. Ein Treffer, der allerdings völlig entgegen dem Spielverlauf gefallen ist. Rapid das bessere Team. Und dennoch dann die Salzburger mit der großen Möglichkeit, noch einen Treffer nachzulegen. Hier Tomi Patzer von Novota und beinahe das 2:0. Viel Glück in dieser Szene für die Hütteldorfer. Tomi hätte diesen Ball eigentlich im Tor versenken müssen. Dann aber wieder die Grün-Weißen am Drücker, die 24. Spielminute. Das ist Thomas Schrammel, der hat viel Platz auf der linken Seite, wird nicht attackiert, bringt dann die Flanke in Richtung Terence Boyd. Und was macht Boyd? Er macht das sehr überlegt und stellt auf 1:1. Katastrophal natürlich, wie sich Cabrera und Schrammel in dieser Situation verhalten. Boyd hat da viel zu viel Platz und auch Kevin Fendt sieht nicht wirklich gut aus bei diesem Gegentreffer, den die Salzburger kassieren. Rapid bestimmt das Geschehen. In Durchgang 1 hat auch mehr Tormöglichkeiten. Und dann diese Szene. 3 Minuten vor der Pause, der Pfiff von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber. Und es gibt Strafstoß. Gelbe Karte für den Goalie der Salzburger. Fendt trifft hier. Beuth gibt dann auch im Anschluss im Interview zu, dass das ein Strafstoß gewesen sei. Insofern geht die Entscheidung von Manuel Schüttengruber wohl in Ordnung. Die Berührung war auf alle Fälle da. Beuth tritt selbst an und trifft staubtrocken zur Führung für die Hütteldorfer. 2:1 dann auch der Pausenstand und dieses Zwischenergebnis ging auch völlig in Ordnung. Gerald Baumgartner, interessierter Beobachter dieser Begegnung, wird er als möglicher Nachfolger von Adi Hütter bei den Salzburgern gehandelt. Der zweite Durchgang. Rapid weiterhin das spielbestimmende Team mit den besseren Möglichkeiten. Thomas Schrammel mit dem Abschluss. Starke Aktion des Linksverteidigers in Minute 47. Kevin Fendt und die Latte verhindern hier den nächsten Verlusttreffer. Dann aber wieder die Salzburger. Tadej Trdina, der Ausgleich. 50 Minuten gespielt zu diesem Zeitpunkt. Peter Czernek bekommt hier die Kugel serviert und legt dann ideal auf. Allerdings, es roch nach Abseits. Ganz knappe Entscheidung. Die Unparteiischen entscheiden auf Weiterspielen. Der Treffer zählt. Grödig ist wieder zurück in der Partie. In der Folge Rapid näher dran am Sieg. Das ist Guido Burgstaller. Schönes Dribbling. Ein weiteres Mal. Und auch diesmal jagt er die Kugel übers Tor. Starker Auftritt von Burgstaller, nur die Abschlüsse waren das Problem. Dann die 71. Minute, herrlicher Heber auf Terence Boyd, auch der Abschluss sehenswert. Pech ein weiteres Mal für Rapid, hier nicht erneut in Führung zu gehen. Am Ende bleibt es beim 2:2,
ein Unentschieden, das Rapid wohl eher hilft als den Salzburgern. Dennoch waren die Wiener enttäuscht. Der Doppelpack von Terence Boyd war zu wenig, obwohl man dem Sieg eigentlich näher war. Also ich denke mal, wenn man das Spiel gesehen hat, können wir nicht ganz zufrieden sein. Ich meine, ich finde, wir waren klar besser und schade, dass wir jetzt die Führung halt wieder abgegeben haben. Und ja, ist halt traurig, weil ich hätte schon gerne den Dreier mitgenommen oder wir alle halt.